Guten Tag, herzlich willkommen zum DKE Innovation Campus 2024. Wir alle freuen uns sehr, dass Sie, dass ihr den Weg hierher heute gefunden habt. Unser Ziel ist es heute, uns alle auf eine Eintagesexpedition mitzunehmen, ein bisschen auch in unbekanntes Terrain vorzustoßen, vor allen Dingen aber auch eine Momentaufnahme zu machen. Wo stehen wir aktuell strategisch und inhaltlich bei der Entwicklung hin zu dieser gemeinsamen All Electric Society? Und wo steht die elektrotechnische Normung? In bewegten Zeiten wie diesen ist es wichtiger als je, dass wir uns auch mal Zeit nehmen, aus dem Alltag, aus dem Tagesgeschäft rauszukommen, den Kopf ein wenig heben, reflektieren und unsere gemeinsamen Ziele nicht aus den Augen verlieren, weil wir sonst immer wieder in dem bewährten Muster weitermachen. Wo es noch Fragen zur Zusammenarbeit gibt, wollen wir den Tag nutzen, Positionen bestimmen, Wege ausloten und vor allen Dingen auch eine klare Richtung vorgeben und Zwischenziele definieren, mit denen wir arbeiten können, damit wir auch auf dem Weg nicht an Geschwindigkeit verlieren und nicht die Orientierung. Deswegen nochmal, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Andrea hat die kurze Überleitung gegeben. Wir leben in unverändert spannenden Zeiten. Wir haben seit dem letzten Innovation Campus einiges erlebt und gestattet mir mal einen Ausflug in den nicht-technischen Bereich zu machen. Vieles daran erinnert mich an die Bestandteile einer klassischen griechischen Tragödie. Kurze Poll hier in der Runde. Wer hat sich in Schule und Studium mit dem Thema beschäftigen dürfen, müssen, wollen, sollen? Kurz mal die Hand heben, griechische Tragödie. Wer hat die durchgekaut? Okay, so ein, naja, Viertel bis ein Drittel. Schön, ich bin ein bisschen vorbereitet. Was zeichnet das aus? Schicksalhafte Konflikte, kommt irgendwie bekannt vor. Große und kleine Helden mit allen menschlichen Schwächen, die dazugehören. Und das oft unvermeidbar erscheinende Schicksal. Ähnlichkeiten zur Normung wären jetzt rein zufällig, ja? Vor allen Dingen in Richtung All Electric Society. Aber jetzt kommt's, was wir dann, sobald das Ganze inszeniert wird, immer noch mitbekommen. Das ist ein Chor. Ein Chor, dem wir alle angehören, und wie sich das gehört, der steigert die Erregung, der steigert die Emotionen und am Ende singt der auch noch. Keine Angst, werde ich nicht, kann ich nicht, ich werde auch keinen zum Singen auffordern hier. Aber was wäre eine griechische Tragödie ohne das Publikum? Und das Publikum, das sind wir. Wir erleben das an uns selbst jeden Tag. Es ist die eigene Unsicherheit, es ist die eigene Ungewissheit. Tun wir überhaupt das Richtige? Machen wir das, was wir tun, mit der notwendigen Konsequenz, mit der notwendigen Richtung, mit all dem, was wir als Momentum dazu mitbringen können. Naja, und wie so oft haben wir dann häufig das Gefühl, dieser tragische Höhepunkt, der steht jetzt kurz bevor, ja, wir können ihn schon fast greifen oder es kommt irgendwo anders und das löst wahnsinnig viele Emotionen in uns aus. Man glaubt es kaum auch bei Technikern. Also es soll ja Techniker geben, die Emotionen haben, auch wenn die Umwelt das gelegentlich mal nicht so richtig wahrnehmen kann. Doch was kommt dann? Jetzt bemühe ich mal den alten Aristoteles und seine Katharsis. Diese Steigerung der Anspannung bis zu dem Moment, wo die tragischen Figuren entweder mit allem, was sie haben, untergehen oder eine neue Erkenntnis, die wir heute neudeutsch dann den Game Changer nennen. Also die durchaus bessere Alternative. Und da kommt die gute Nachricht, ohne diese emotionale Achterbahnfahrt, diese Entladung der Energie, diese Läuterung in der Katharsis, da haben wir keinen Fortschritt. Sie sind Kernelemente dieser Tragödie. Stellt euch vor, ihr geht ins Theater, schaut euch das an und es gibt diese Höhepunkte nicht, das ist todlangweilig. Nach 20 Minuten sind wir alle weggedöst. Funktioniert übrigens auch bei Kinofilmen, die Muster sind immer noch dieselben. Und die Grundlage für diesen letzten Teil, die gibt es eben nicht ohne Vorspiel. Und zu diesem Vorspiel gehört, dass wir reflektieren und dass wir Einsicht zeigen. Wir kriegen Einsicht nicht nur in die menschliche Natur, in das, was wir gemeinhin so als Schicksal bezeichnen und auch die moralischen Fragen, sondern wir kriegen mit diesem tieferen Verständnis auch der eigenen Emotionen und moralischen Werte auch die Orientierung für das eigene Handeln. Und das ist vielen von uns, wenn wir neudeutsch über Purpose reden, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und jetzt kommt eine sehr persönliche Überzeugung.
Ich bin ganz, ganz sicher, dass wir ohne dieses Erleben, ohne diese Vorstufen zu dieser Verbesserung nicht kommen können. Wir müssen einmal durch, weil sonst die Verbesserungen auch nur ein inkrementelles Weiter-so sind und nicht fundamental. Und was schön ist, das haben andere für uns erforscht, ich durfte für uns da so eine kleine Anleihe machen und nicht falsch verstehen, also ich werde jetzt nicht Geschichte studieren, ich bin kein Kunsthistoriker und ich möchte auch keinen Big Bang hier herbeireden. Ich bin Ingenieur, genauso wie die meisten hier im Raum, aber ohne dieses Verständnis, und das ist gerade eben im Panel auch schön rausgekommen, ohne dieses Verständnis, ohne diese Einsicht wird es nicht gehen und wir müssen mit allem, was wir haben, diesen Big Bang sowohl bei den Technologien als auch bei den Dialogen über Technik und Technologien auf allen Ebenen und mit allen Mitteln vermeiden. Was wir genauso tun können und müssen, ist es aber mit diesen Erkenntnissen neue Energien freizusetzen. Dafür zu sorgen, mit dem, was wir vorher an Dramaturgie, an Spannung aufgebaut haben, auch dazu kommen, dass wir diesen Schwung nutzen, um diese Energie in die Themen einzutragen. Das müssen wir Stück für Stück machen, das müssen wir jeden Tag machen. Und es ist unverändert wichtig, dass wir dazu mit einem geeichten Wertekompass auf der Grundlage demokratischer Prinzipien arbeiten. Ohne die würde es nicht gehen. Jetzt fragen sich die Ersten schon, ich sehe das hier so an dem einen oder anderen Blick im Saal, was hat die griechische Tragödie mit der aktuellen nationalen und internationalen Normung zu tun? Es hilft mir, dass Joe Cops, der IEC-Präsident, heute hier ist und lächelt. Er hat so eine erste Ahnung, wo es da hingeht bei dem Drama und der Tragödie. Und ich habe für Sie, ich habe für euch ein paar Beispiele mitgebracht. Gucken wir nochmal so in das Drama-Dreieck rein. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft. Trifft uns jeden Tag, blenden wir gelegentlich mal gerne aus, damit es ein bisschen leichter wird. Und wir sind in vielen Fällen ja so festgefahren, dass es uns nahezu nicht mehr gelingt, diese festgefahrenen Gräben zu verlassen. Viele Beteiligte stecken darin fest, sind an Personen gebunden, sind an ihre Aussagen von heute, gestern, vorgestern gebunden und wir kommen fast nicht von der Stelle. Und das nährt natürlich bei vielen, die da zuschauen, immer wieder auch die Befürchtung, dass dieser Höhepunkt der Tragödie kurz bevorsteht, weil eben nichts nicht schnell genug, nicht hochwertig genug vorangeht. Und wie kommen wir da raus? Ich meine, wir sind ja alle clever, wir haben alle unsere Erfahrungen und wenn es eines gilt festzuhalten, dann ist es die Tatsache, dass diese Grabenkämpfe, je verbitterter sie geführt werden und je weniger Fortschritt sie bringen, am Ende zu Verlusten auf allen beteiligten Seiten führen und ja, stellvertretend für absolute Sinnlosigkeit sind. Wir haben häufig eine Pattsituation. Da landen wir bei der Normung wie bei der griechischen Tragödie bei demselben Ergebnis. Und wir können diese tiefgreifenden Veränderungen, die wir brauchen, die wir dringend brauchen, deswegen bin ich sehr dankbar auch für die heutige Keynote und das Aufzeigen der Fakten. Ich habe besonders darauf geachtet. Vielen Dank, es waren tolle Quellenangaben dabei. Also ich konnte auch immer nachlesen, wo ich es nachlesen kann, was ja in der heutigen politischen und gesellschaftlichen Diskussion auch nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir genügend Substanz haben, um damit umgehen zu können. Wir können diese Veränderung anstoßen. Und wenn wir es schaffen, da einen wesentlichen Beitrag zu leisten, bleiben wir bei den konkreten Aufgaben der All Electric Society, Energiegewinnung, Energieverteilung und Energiekosten nicht mehr zu unseren drängendsten Problemen zu machen, sowohl in Deutschland als auch bei unseren Nachbarn, dann sind wir in der Lage, diese Grabenkämpfe zu überwinden, weil sie sich de facto inhaltlich auflösen. Und das ist eine Kraft, eine Energie, die die All Electric Society mit allem, was sie hat, auch wenn sie auf der einen Seite eine weitreichende Vision ist, diese Kraft kann sie freisetzen. Gehen wir doch mal in ein anderes konkretes Beispiel rein. Wir hatten vielfach die konkreten Aussagen, das haben wir schon immer so gemacht, das ist in dieser Form schon immer gelaufen. Lasst mich das mal auf die Beispiele Greenfield versus Brownfield Engineering, egal ob das jetzt eine Produktentwicklung ist oder eine Projektentwicklung ist, zurückkommen. Das haben wir auch in der Normung. Wir haben einen Bestand. Wir haben auf beiden Seiten Vorteile, aber auf beiden Seiten Nachteile. Brownfield ist klasse, das ist eher so sicher. Ja? Das ist inkrementell, das ist weniger kostenintensiv. Wir haben die Investition schon mal gemacht. Das lässt sich leicht erklären, weil viele Menschen, die sich damit beschäftigen,
vor allen Dingen die, die auch ohne Fachkenntnis darüber entscheiden müssen, die wir mitnehmen müssen, damit wir es überhaupt tun können, weil die sich sehr leicht mitnehmen lassen. Die kennen das in dieser vertrauten Umgebung. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass wir in ganz, ganz vielen Fällen damit nicht die beste, sondern eben nur die zweite oder drittbeste Lösung erreichen. Greenfield-Projekte, tolle Sache, riesige Chancen, die Optimisten unter uns ziehen da immer durch, neue Technologien, keine Altlasten, erstmal alles vom Tisch geschubst. Wir dürfen aber auch nicht vernachlässigen, das kommt mit größeren Risiken. Wir sind häufig nicht sicher, ob das genauso funktionieren wird. Jetzt müssen wir in Deutschland nicht unbedingt große Baustellen wie den Flughafen in Berlin zitieren, aber auch da hat sich gezeigt, dass neue Technologien einfach nicht risikofrei sind. Und wir in der elektrotechnischen Normung, wir haben die Aufgabe, dass wir diesen optimalen Weg der Integration neuer Technologien mitgestalten, dass wir den überhaupt erstmal finden müssen, dass wir den beschreiben müssen und noch viel wichtiger, dass wir den auch mit den Gleichgesinnten vereinbaren müssen. Das ist am Ende des Tages ein Spagat, der vielen von uns ganz viel abverlangt. Wir müssen mit unseren Kolleginnen und Kollegen nicht nur national, sondern auch international aushandeln. Und jetzt kommt der Punkt, wieder in der Anlehnung an die Grabenkrämpfe, es gibt da kein richtig oder falsch. Wir behaupten das häufig, aber die einzige Wissenschaft, die ich kenne, sorry, ich bin da sehr pragmatisch, ist die, die nur richtig und falsch kennt, das ist die Mathematik. Aber die ist so künstlich, mit der kommen wir in vielen Fällen als Hilfsmittel weiter, aber nicht zu technischen Lösungen für unseren Alltag. Und das bedeutet, wenn wir die Zeit nicht haben in Richtung einer All-Electric Society und wenn wir den Spielraum nicht haben, dann sind wir gefragt, um das als Normerinnen und Normer zielgerichtet mitzugestalten. Wir müssen uns darum bemühen, dass wir einen pragmatischen Ansatz finden, der eben nicht dogmatisch ist. Wir müssen es ausgewogen machen und wir müssen dafür sorgen, dass wir gleichzeitig genügend Mut und Energie mitbringen, um bei den Projekten der Transformation hin zur All-Electric Society diese Schritte in der kürzestmöglichen Zeit mit der höchstmöglichen Qualität machen. Wir haben, und damit schon mal so der erste Teaser aus Programm heute, wir haben drei Greenfield-Projekte zur All-Electric Society mitgebracht. Der ein oder andere von euch kennt die schon oder hat damit schon mal Berührungspunkte gehabt. Wir gehen auf das Thema Gleichstrom im Speziellen ein und wir sind froh, dass wir diese Showcases so aufbereiten konnten, dass es richtig anfassbar wird. Schaut euch das an, lasst euch davon begeistern, nehmt es mit als Inspiration auch für die eigenen Lösungen. Wohl wissend, wie wir alle, dass nicht alles davon mit Normen und Standards oder auf der Grundlage von Normen und Standards entstanden ist. Also müssen wir auch mal ein bisschen der Realität hinterherlaufen und dafür sorgen, dass das, was an Erkenntnissen dabei gewonnen wurde, auch noch entsprechend eingearbeitet wird. Keine Angst, ich bin gleich durch, aber bevor ich jetzt dann an Michael Teigler übergebe, möchte ich auch noch mal auf einen etwas allgemeineren Teil zurückgreifen, weil der mir in vielen Diskussionen, nicht nur national, sondern auch international, und wir hatten gerade vor 14 Tagen IEC Board in Singapur, weil er mir in vielen Bereichen auffällt und weil ich glaube, weil ich sicher bin, dass wir da eine Baustelle haben, wo wir uns alle nochmal hinterfragen können und auch müssen. Und da geht es um den Konflikt zwischen den individuellen Vorstellungen und den Bedürfnissen der Gemeinschaft und der Gesellschaft und natürlich auch der Organisationen, in denen wir uns bewegen. Egal, ob das jetzt eine DKE, ein DIN, ein VDI, eine IEC ist oder die Unternehmen, die hier auch zahlreich vertreten sind. Machen wir uns mal nichts vor, wir sind alles Individualisten. Wir haben brutal starke Vorstellungen über das, was wir erreichen wollen. Wir assoziieren häufig damit ein Gewinnen und Verlieren. Kann ich mich durchsetzen? Komme ich damit durch? Was uns ein bisschen dabei verloren gegangen ist, ist die Runde, dass wir so eine Art individuelles Messgerät haben, in dem wir nochmal reflektieren können, wo sind denn die Grenzen? Wo ist das gemeinschaftliche Vorwärtskommen auch mal damit verbunden, dass ich eigene Positionen, dass ich eigene Interessen, dass ich eigene bewährte Entwicklungs- und Arbeitsprozesse aufgeben muss? Und wenn wir dieses Messgerät mal wieder so ein bisschen nachjustieren oder kalibrieren und uns diese Frage mal beantworten, dann werden wir häufig dazu kommen, dass das gemeinschaftliche Zielbild nur eine Teilmenge des eigenen individuellen Zielbildes ist. Und Sie gestatten mir den
Schluss auch nochmal in Bezug zu dem vorangegangenen Panel zu schließen. Damit sind wir schon wieder und auch final zum letzten Mal bei der griechischen Tragödie. Wir brauchen diesen Impuls, um mit dem notwendigen Respekt miteinander vernünftig umzugehen. Damit, Michael, ist das deine Bühne, die operative Normung, und Ihnen allen vielen Dank. Dankeschön, Kurt. Ja, mit deinem Ausflug in die griechische Mythologie hast du natürlich die Latte extrem hochgelegt für mich. Und jetzt soll ich noch was zum Standort oder zur Standortbestimmung der Normung sagen. Und ich habe mir dann überlegt, naja, wenn ich im gleichen Genre bleibe, dann müsste ich irgendwie die Irrfahrten des Odysseus jetzt hier vortragen, weil ich glaube, das würde die Situation um die Normung am besten beschreiben. Aber dazu vielleicht später mehr. Was bewegt uns in der Normung? Was bewegt uns wirklich? Ich habe natürlich im Vorfeld zu dieser Veranstaltung mir Gedanken gemacht, welche Themen kann man hier vorbringen, welche Themen sind von Interesse, welche Dinge bewegen uns wirklich. Und wenn man mal aus der Vogelperspektive auf die Normung schaut, es ist mir dann so bewusst geworden, gibt es eigentlich nur eines, was die Normung bewegt. Und das sind die Menschen. Das sind die Menschen, die hier heute sitzen. Nämlich ohne die Menschen würde die Normung überhaupt nicht funktionieren. Und dann hätten wir auch keine Themen, dann hätten wir keine All Electric Society, weil es muss Menschen geben, die die Themen vorbringen, die die Themen erarbeiten, die ehrenamtlich sich engagieren, die im Zweifelsfall die Extrameile gehen. Ich kenne mich da selber aus, ich habe selber in der Normung gearbeitet. Ich weiß, was es heißt, wenn man ehrenamtlich tätig ist. Man erledigt Normungsarbeit quasi nebenher. Und ich möchte einfach an der Stelle die Gelegenheit nutzen, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle zu sagen, die sich in der Normung engagieren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß, was es bedeutet. Danke. Und natürlich auch Dankeschön, dass Sie hier den Weg nach Hanau gefunden habt. Das freut mich insbesondere. Ja, was für Themen bewegen uns? Und ich will es mal so versuchen, es gibt Schlaglichter, die gerade eigentlich im Wesentlichen drei große Themenblöcke beleuchten. Und ich will bewusst sagen, beleuchten. Wir werden auch an manchen Stellen durchleuchtet durch diese Schlaglichter. Und ich möchte mit dem ersten Thema anfangen, das ist das Thema Politik. Die Normung wird wahrgenommen in der Politik und das ist schön so. Und insbesondere auf der nationalen Ebene, muss ich sagen, bekommen wir sehr viel Wertschätzung. Es gibt ein Strategieforum der Bundesregierung, das gegründet wurde, das wir auch inhaltlich stark bespielen. Ich sehe hier auch einige Gesichter, die dort vertreten sind. Vielen Dank auch an der Stelle fürs Engagement. Und wir können auch dort aktiv Themen setzen in diesem Strategieforum der Bundesregierung. Aber jetzt nicht nur national betrachtet, wir wollen uns öffnen, auch europäisch betrachtet wird die Normung wertgeschätzt. Und wir haben den NLF, wir haben den europäischen Binnenmarkt, der jetzt vor kurzem 30 Jahre gefeiert hat. Und ohne Normen wäre das alles nicht möglich gewesen. Das muss uns klar sein. Und ja, wo Licht ist, ist leider auch Schatten. Wir werden da so wertgeschätzt mit unseren Normen, dass man gesagt hat, naja, also wir referenzieren die jetzt in unseren Direktiven und eigentlich sind sie ja wie Gesetze. Und da kann man sagen, meine Güte, also noch mehr Wertschätzung geht ja gar nicht. Ne? Also ist schon toll, dass eigentlich Normen fast wie Gesetze behandelt werden. Hat aber den Nachteil, dass jetzt intelligente Menschen auf den Gedanken gekommen sind, zu sagen, ja, weltweit ist es aber so, dass man Gesetzestexte frei lesen kann, also muss man Normen auch frei lesen können. Ja, und ich glaube, die Zeit ist reif, da gar nicht mehr gegen zu argumentieren. Es wird so kommen. Und die Frage ist aber, was hat das für Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell? Und ja, das wird gerade hoch und runter diskutiert. Ich kann überhaupt nicht voraussagen, was passieren wird, aber eins kann ich voraussagen, das Geschäftsmodell der Normung wird sich ändern. Es ist nicht mehr die Frage, ob, es ist nur die Frage, wann es sich ändern wird. Und für uns stellt sich natürlich die Frage, wie positionieren wir uns in diesem ganzen, ja, komplexen Gemengelage aus freier Zurverfügungstellung, Anerkennung der Normung an sich, ehrenamtliches Engagement in den Gremien. Das wird mit Sicherheit eine spannende Zeit werden.
Das zweite Schlaglicht, was auf uns fällt, wir haben es heute schon gehört, ist der demografische Wandel. Der geht natürlich auch an der Normung nicht vorbei. Wir haben es schon gehört, der Florian hat schon was dazu gesagt und auch alle anderen Rednerinnen und Redner. Es trifft uns mit voller Härte. Wir haben es auch gerade an den roten Karten gesehen. Es wird nicht einfach. Aber es gibt auch eine positive Botschaft, die wir damit verbinden können. Nämlich die sogenannte, wie sagt man das neudeutsch, die Retention Rate, also die Halterate für diejenigen, die den Weg in die Normung gefunden haben, ist extrem hoch. Weil die jungen Menschen, die sich einmal, ich will es jetzt bewusst mal ein bisschen ironisch sagen, die sich in die Normung verirrt haben, die bleiben da. Nicht, weil sie wieder rausfinden oder weil sie es nicht schaffen, wieder rauszufinden, sondern weil sie das Thema interessant finden. Die Themen, die wir bearbeiten, sind die Themen, die junge Menschen bewegen. Und nicht nur die Themen bewegen die jungen Menschen. Und wir haben es vorhin schon in der Podiumsdiskussion so ein bisschen gehört. Es sind die Werte, die wir in der Normung vertreten, die eigentlich die wichtigen Werte sind. Es ist Vielfalt, es ist Transparenz, es ist Inklusion. Und es ist natürlich auch die internationale Vernetzung. Und ich denke, das sind Werte, die wir vermitteln in der Normung, das sind aktuelle Werte. Das ist nichts old-fashioned, sondern das sind Dinge, die in der jungen Generation wieder einen hohen Stellenwert erlangen. Und so gesehen muss ich sagen, ist es positiv zu sehen, auch wenn wir natürlich durch den demografischen Wandel vielleicht in ein Problem laufen. Aber mich macht es in gewisser Weise stolz, dass wir in der Normung an solchen Themen arbeiten und zwar auch mit solchen Werten. Und ich denke, das ist sehr positiv. Ja, und natürlich, last but not least, es gibt ein Schlaglicht, ein Spotlight auf die Digitalisierung. Smart Standards, wir haben es schon gehört, ist in aller Munde. Digitalisierung, die digitale Transformation der Norm beschäftigt uns extrem. Und ich muss auch sagen, das ist das erste Mal in der Geschichte, dass Normen tatsächlich echte Lösungen liefern. Also ich will nicht sagen, dass Normen vorher noch keine Lösungen geliefert haben, aber jetzt sind sie dadurch, dass sie digital werden, kann man sie direkt in die Wertschöpfungskette der Industrie quasi hineinladen. Man muss sie nicht mehr, es gab dieses legendäre Bild der Drehstuhlschnittstelle, dass ein Ingenieur auf der einen Seite in der Norm liest und es dann sich mit dem Drehstuhl zu seinem PC dreht und es dort eingibt. Diese Drehstuhlschnittstelle, die ist jetzt verschwunden. Und das ist auch gut so. Ja, es hat viele Vorteile und wir sind jetzt Teil der Lösung. Wir sind nicht mehr Teil des Problems. Früher war es in den Firmen so, oh mein Gott, wir müssen die Normen verwalten. Dann hat man irgendwelche Regalwände gekauft und Leute eingestellt, die die Normen sortiert haben und im Zweifelsfall vielleicht sogar gelesen haben. Das ist heute Geschichte. Normen sind wirklich Teil der Lösung. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt wieder der Mensch. Jetzt verbinde ich den Bogen wieder zurück. Auch digitale Normen werden hoffentlich noch von Menschen geschrieben. Ich glaube, das wird auch noch lange so bleiben. Es gibt schon Szenarien, in denen man sagt, ja, die Maschinen mit KI, die können demnächst auch vielleicht Teile von Normen selber schreiben oder ergänzen. Aber da muss ich sagen, da fehlt mir noch die Fantasie. Ich glaube nach wie vor, dass die Menschen die Normen schreiben werden, auch wenn sie digital sind und wenn sie smart sind. Und wir befassen uns gerade in der Norm damit, dass wir ein Online Standards Development Portal implementieren werden. Das werden viele von Ihnen demnächst vor sich finden. Wir hoffen, es wird akzeptiert. Natürlich müssen wir das auch weiterentwickeln, aber es zeigt auf jeden Fall ganz klar die Richtung. Der Mensch wird nicht überflüssig an der Stelle, ganz im Gegenteil. Die Wertigkeit dessen, was ihr hier macht, bleibt erhalten und wird sogar noch mehr. Ja, und damit bin ich quasi schon am Ende angelangt. Und jetzt ist die große Frage, wo Licht ist, ist auch Schatten. Licht und Schatten verfolgen uns oder die begleiten uns. Die Frage ist, was will man sehen? Will man das Licht sehen? Will man den Schatten sehen? Ist das Glas halb voll? Ist es halb leer? Ich persönlich muss sagen, ich sehe es als halb voll. Es ist eine interessante Zeit, es ist eine spannende Zeit. Wir haben Gestaltungsmöglichkeiten wie nie zuvor und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier heute alle zusammengekommen sind. Und ich muss sagen, ich freue mich auf den heutigen Tag, weil wir können uns austauschen zu all diesen Themen. Und egal, ob es Licht oder Schatten ist, der Austausch ist das, was zählt. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank nochmal, dass Sie nach Hanau gekommen sind. Und ich möchte noch eine Bitte loswerden. Bleiben Sie bis zum Ende. Wir haben noch ein Get-Together am Abend. Ich würde mich freuen, wenn wir mal zusammen ein Bierchen trinken könnten und weiter diskutieren können. Vielen Dank. Applaus